Hi. Willkommen zurück zu Gothic 3. Wir gehen jetzt gleich nochmal hier schön in die Höhle von Gotha und gucken mal, wer uns da umbringen möchte. Ich glaube aber, das läuft direkt darauf aus, dass wir hier irgendwie, ja, das eben nicht mehr machen, sondern dass wir uns eben mal weg und wieder hinporten. Also, da oben ist ja noch eine Burg. Wie wär's, wenn wir da erstmal reingehen? Und wir brauchen definitiv hier den Teleporterstein. Dafür müssen wir stringent alle Häuser erstmal absuchen. Da ist nichts zu holen. Den schwarzen Rober, ja, Alter. Ich glaube, dass der hat so einen Bruder, das ist ein Schwarzer. König Rober, der Viertel vor Zwölfte. Und der ist so ein Dealer. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen, ja. Okay. Vielleicht finden wir ja hier sogar jemanden, der sich ein wenig verschanzt hat. Eine Menschenseele, möglicherweise. Oh. Okay. Aber erstmal möchte ich hier rein. Das hört sich alles schon sehr bedrohlich an hier, ne? Ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich hier sein möchte. Aber erstmal was lesen. Hier steht nichts Neues. Na toll. Kann ja sein. Eine alte Truhe, wahrscheinlich wieder nur mit Mist drin. So ist das bei alten Truhen hier in diesem Spiel nun mal. Ich brauche jetzt eben einen Schluck Wasser. So, Prost. Erstmal einen eingeschonken. Und warum fresse ich mich hier eigentlich mit meinen ganzen Lebensmitteln voll, wenn ich hier überall Betten rumstehen habe? Die ich natürlich nicht benutzen kann, wenn Zombies daneben rumstehen. Aber unser Held ist ja schon so ein bisschen abgebrüht, ne? Okay. Geht wieder los. Uiui. Uiuiui. Ich hab so ein... Oh ja, genau. Hier. Nee. Der Dicke da mit dem Schwert, das so leuchtet, der soll mal ganz schnell die Dinge machen. Oh nein, ich will das nicht. Okay. Ich hab aber eine Idee. Ja, ich habe eine Idee, habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass es eine gute Idee ist. Okay. Wir machen das so wie beim Herr der Ringe. Hallo. Alter. Geht mir auf den Sack, du kleine Wurstflitsche, ey. Ich habe gedacht, ich lock die hier in eine enge Passage. Und dann geht der Rest von alleine. Ey, sag mal. Oh, oh Gott. Geh da rauf! Oh, nee. Jesus Christ. Okay, Held. Du musst jetzt erstmal deine Sprunggelenke anstrengen. Okay. Was ist mit ihm hier? Er ist auf Frischfleisch. Ah! Ja, genau! Wumm! Ich hau ab! Ah! Doch nicht. Ich glaube, dass mit Sturm auf die Burg da oben, das ist erstmal noch so... Naja. Erstmal nicht. Okay. Aber das erhält ja seine persönliche Brisanz, indem wir jetzt hier einfach mal ein bisschen rumgucken und erstmal den Teleportstein finden und danach hauen wir ab. Also nach da oben geht's... Da treiben mich erstmal keine 10 Pferde. Aber wir können hier rein. Und dann schauen wir uns hier erstmal um. Brot, Rohstahl, Bier. Das ist ja schon spendabel hier, ne? Also da läuft's, da rollt der Rubel. In einem Haus rechts vom Weg auf dem Tisch. Hier. Ist hier ein Tisch? Die haben einen Tisch, aber der ist leer. Also, wenn ich der Beschreibung folgen möchte, dann muss das hier sein. In einem Haus rechts vom Weg. Das heißt, hier drin. Ach, guck mal einer an. Perfekt. Gut. Und ab in die Truhe. Nimm alles. Das heißt, wir haben hier unseren Dienst schon wieder getan. Ja, also erstmal schon. Und... dann werde ich jetzt direkt mal zum Tempel von Vanguard.
Das ist schon geil. Jetzt porten sich die Assassinen jetzt direkt in das Haus vom König. Hallo. Kann ich hier beten? Ich will aber nicht beten. Endlich hat es jemand geschafft. Wir haben so lange auf ein Zeichen von draußen gewartet. Willkommen, Fremder. Ich muss erstmal wissen, was das hier ist. Was ist hier los? Der Schutzwall des Königs hat die Orks mit uns hier angeschlossen. Die Orks haben die halbe Stadt eingenommen. Wir brauchen Hilfe. Dieser Feuerkelch hier muss zum obersten Feuermagier Charybdo in der Burg des Königs. Jemand muss durch die Stellungen der Orks brechen und die Burg erreichen. Okay. Gib her. Was kann man gegen die Übermacht der Orks unternehmen? Gar nichts. Sie haben sich in den Straßen festgebissen wie die Zecken. Angeführt werden sie von 5 Feldherren, die die wichtigsten Stellungen der Stadt besetzen. Man müsste die Feldherren beseitigen, um überhaupt eine Chance zu haben, die Stadt zurückzuerobern. Dann mache ich das doch. Ich mach den... Ich bin jetzt schon wieder das Mädchen für alles. 3 Minuten hier. Was ist das für ein Ort hier? Es ist der alte Innerstempel der Stadt. Wir haben uns hierher zurückgezogen. Wir kommen weder vor noch zurück. Okay. Ich muss zum König. Eine ganze Garnison Ork-Krieger steht zwischen hier und der Burg des Königs. Nur ein Wahnsinniger würde versuchen, durch die Stadt zur Burg zu gelangen. Das bin ich. Sag mir einfach, wie ich zur Burg komme. Wenn du den Tempel verlässt, dann blicke nach Süden. Die hohen Mauern und Türme gehören schon zur Burg des Königs. Aber um dorthin zu gelangen, musst du durch die von Orks verseuchte Stadt, Fremder. Das ist kein Problem. Gib mir den Feuerkelch. In Ordnung, aber sei vorsichtig damit. Lass ihn dir nicht abnehmen. Er ist außerordentlich wertvoll. Ich mag dieses Spiel wegen solcher Sachen sehr, sehr gerne. Hi, ich bin ein Typ mit einem komischen Helm aus Leder, der 2 Hörner hat, und ich trage eine Assassinenrüstung. Würdest du mir bitte das Wertvollste geben, was du besitzt? Ja, hier, bitteschön. Ich kümmere mich um die 5 Feldherren der Orks. Ich hoffe, dass deine Kampfkraft so groß ist wie deine Überheblichkeit, Fremder. Die Feldherren haben sich in den großen Häusern der Stadt niedergelassen. Viel Glück. Ich hoffe, ich sehe dich in einem Stück wieder. Wenn keiner von denen mit dem Bogen schießen kann, springe ich da einfach drauf und bring alles um. Was ist an diesem Feuerkelch so wichtig? Das fragst du mich? Ich weiß nur, dass die Feuermagier ganz heiß auf die Dinger sind. Okay. Wenn ich hier an die Kiste gehe, dann schneidest du mir die Eier ab, ne? Dann lasse ich das mal lieber sein. Mach dir keinen Ärger, klar? Du bist von draußen gekommen, oder? Hoffentlich hast du ein wenig mehr Mumm in die Knochen als die anderen Feiglinge hier. Ja, wie kann ich dir denn helfen? Die Frage ist, wie wir uns gegenseitig helfen können, Bruder. Ich muss in die Burg. Und ich schätze, du könntest auch einen Waffengefährten brauchen bei dem, was du vorhast. Lass mich an deiner Seite kämpfen. Was willst du in der Burg? Ich muss mich bei Kopren, dem Oberbefehlshaber der königlichen Garde, melden. Er muss wissen, dass hier immer noch einige um ihr Überleben kämpfen. Komm mit. Dann wollen wir mal. Warte mal, bleib mal eben. Lauf zurück. Du weißt, wo du mich findest. Hey, komm mit. Ich wäre dafür, dass wir erstmal gucken, was hier so los ist, bevor wir hier irgendwelche Sachen starten. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Lass mich. Mach hier keinen Ärger, klar? Okay. Ich bin sowieso nicht für Ärger bekannt. Irgendjemand hier? Ich werde dich zertreten wie einen Bull. Mann, was willst du? Wahrscheinlich sagt er jetzt auch noch, Mann, Held. Lauf mal von der Kiste runter hier. Du bist kein Wieso will er... Kluges Kerl. Sag mal, was ist hier eigentlich los? Das ist voll der Ort, wo man hier... Also, ich bin ja jetzt schon wieder... Ich habe jetzt schon wieder zu viel. Jetzt stirbt Georg wahrscheinlich auch noch. Okay, geh los! Rallen! Rallen! Moin! Nur weil ich da in eine Hütte gegangen bin, habe ich gleich hier den 3. Weltkrieg entfacht. Jawohl! Ich hole mir mal erstmal den Speer. Ich glaube, das ist die größte Lusche von allen hier. Okay, die schießen mit der Armbrust. Das ist schon ziemlich feige. Aber die kommen hier nicht vorbei. Oh, ich glaube, das war ich. Das tut mir leid. Geh mir mal ein bisschen aus der Sonne, Junge. Ey.
Uiuiui. Und ich habe ja auch noch direkt im Kampfgetümmel gespeichert. Das heißt, wir müssen uns das jetzt geben. Ich glaube, ich muss mir jetzt erstmal eine überhöhte Position suchen. Und von da erstmal fletschen. Kommt! Leute, das ist nicht euer Ernst. Jetzt zündet hier einer noch rum. Ah, nicht auf mich! Aua! Kann man das nicht irgendwie noch entschärfen? Ich habe eine Idee. Ich habe eine gute Idee. Also, pass auf, Leute. Jetzt geht's los. Also, jetzt mache ich hier schon das, was ich eigentlich schon längst hätte mal gemacht haben sollen in diesem Spiel. Tatsächlich, also... Ich bin schon so ein bisschen stolz auf die Idee. Verpiss mich einfach. Macht doch euren Scheiß hier alleine. Meine Güte. So wichtig ist das alles nie. Okay. Und jetzt schlafe ich hier eine Runde und hoffe mal, dass dann alles gut ist da hinten. Vielleicht haben dann ja hinterher noch ein paar Leute. Der hat schon Swag, der Kerl hier, ne? Der hat schon ziemlich Swag. Ey! Vak hat genug Gold, um seine Schulden bei euch Assassinen zu begleichen. Ich habe es schon gehört. Reife Leistung, Fremder. Jetzt kann ich dir ja sagen, wo sich das göttliche Artefakt befindet. Ja, erzähl. Ich weiß bereits, wo das göttliche Artefakt ist. Nun, dann habe ich nichts mehr als Gegenleistung für deinen Dienst, Fremder. Doch sollst du nicht mit leeren Händen bleiben. Nimm dieses Artefakt als Preis für unsere Abmachung. Okay, habe ich jetzt noch ein Artefakt gekriegt? Ist das jetzt göttlich oder ist das eigentlich eher so... Weiß ich nicht. Aber als Preis gehe ich auch gerne mal in deinem Bett schlafen. Bis mittags. Schön bis 12. Ja. Damit das Arbeiten am nächsten Tag ein bisschen angenehmer ist, ne? Ja. Es ist an der Zeit, etwas zu unternehmen. Ich wollte eigentlich mal so ein bisschen nach Norden. Ich meine mich, oder Osten oder Westen, keine Ahnung, irgendwo war hier noch ein Druidenlager, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich weiß nicht mehr genau wo. Und solange machen wir jetzt hier erstmal ein bisschen schön Bespaßung. Bevor wir die neue Rüstung haben, können wir das mit der Thronfolge da sowieso vergessen. Kann ich mal aufhören, so zickzack zu fliegen? Das nervt. Dann muss ich wieder daneben schießen. Da oben auf dem Hügel war doch meines Erachtens nach war weg da... mit der Waffe. Ja, mach, dass du wegkommst. Was sind das eigentlich wieder für unfreundliche Menschen? Orks. Weiß ich nicht. Also, frech. Auf jeden Fall. Nicht nett. So, ihr wisst, was passiert jetzt, ne? Ja. Wird das Satija hier. Säbelzahntiger. Das ist alles nicht schön. Verdächtig auch noch. Gibt's die auch in unverdächtig? Also wenn ich einen Säbelzahntiger sehen würde, dann wäre der schon per se verdächtig. Aber ich glaube, das ist machbar. Schlimmer als die Löwen sind die Jungs nicht hier. Oder vielleicht so ein bisschen schlimmer. Ich mag das nicht, wenn die sich so abhocken. Oh, ich merke aber schon, dass wir ein bisschen stärker geworden sind. Oh Gott. Ja, die sind genauso stark wie Löwen. Aber ich komme aus der Wüste. Lern mal die Tricks. Ja. Okay, wahrscheinlich haben die auch keinen Loot dabei. Zähne, Fell eines Säbelzahntigers. Uiuiui, das ist ja eine ganz andere Klasse. Das heißt, ich bin schon ein gemachter Mann jetzt, ne? Also... Das darf man auch nicht so gegen Null laufen lassen. Ich bin dafür, dass mir das einfach mal mit einer Plakette im Büro mal anerkannt wird, dass ich hier schon ein bisschen cool bin. Also damit gleich alle Kollegen wissen, aha. Das ist so einer, der macht sich auch morgens Nudeln. Ich finde, das gehört sich. Da hat man zumindest so eine kleine Reputation, die man sich einrahmen kann. Wenn man hier so ein paar Säbelzahntiger gefällt. Guck mal, die haben voll die Backen! So sehen Säbelzahntiger nicht aus. Die achten schon ein bisschen mehr auf ihren Körper. Guck mal, das ist kein Säbelzahntiger. Das sieht aus wie ein fetter Hamster mit Zähnen. Guck dir den an. Das ist doch kein Säbelzahntiger. Säbelzahnhamster vielleicht. Okay.
Die verdächtige Höhle ist jetzt nicht mehr so verdächtig. Wir haben hier Geralt. Und die Metalltruhe machen wir auch noch auf. Vielleicht sind da ja Sachen drin, die uns weiterhelfen. Eier zum Beispiel. Die riechen bestimmt schon ganz komisch, ne? So ein Scheiß, die Verwandlung, Blutfliege und so ein Dreck, das brauche ich alles gar nicht mehr. Okay. Aber wir haben die verdächtige Höhle hier ausgeräuchert. Und wenn ihr ganz brav seid, dann könnt ihr beim nächsten Mal sogar ein paar Schlümpfe sehen. Also, bis dann. Tschüss.